Yo, Freunde, was geht ab? Heute startet ein neues Format. Ich weiß noch nicht, wie ich es nennen soll, aber es wird eine Wasserschlacht-Challenge werden. Aimi ist auch mit dabei. Hi, Leute. Und Aimi wird gegen mich antreten. Und wie die Challenge aussehen wird, das erkläre ich euch jetzt. Wir haben hier insgesamt 15 Wasserpistolen zur Auswahl. Es sind geile Wasserpistolen mit dabei, die einen ordentlichen Strahl haben. Und wenn man jemanden trifft, der wird dann auch ordentlich nass dadurch. Aber es sind auch nicht so geile Wasserpistolen dabei. Wer welche Wasserpistole bekommt, wird der Zufall entscheiden. Ich habe hier so eine kleine Box mit ein paar Losen. Da zieht man eins und dann steht halt drin, welche Wasserpistole man nehmen muss. Und diese Wasserpistole hat man dann so lange, bis man den anderen an Kopf trifft. Also das Ziel ist, den Kopf zu treffen. Und wenn man jemanden Headshot verpasst hat, ja, dann darf man erneut ziehen und hat vielleicht das Glück, eine bessere Wasserpistole zu bekommen oder eben eine schlechtere. Das kann natürlich auch sein. Außerdem habe ich hier noch eine Waage mit dabei. Jeder von uns beiden wird sich am Anfang wiegen und am Ende der Wasserschlacht-Challenge wird sich auch nochmal jeder wiegen. Und wer dann mehr wiegt, also wer mehr nass geworden ist, der hat die Challenge verloren. Und der Verlierer bekommt dann eine Bestrafung. Ich weiß nicht, ob das so ganz fair ist. Ich habe ein T-Shirt an und eine Hose. Unterhose ist auch noch mit dabei. Aimi hat ein Kleid an, auch noch so eine kurze Hose darunter und ein BH. Und eine Unterhose natürlich auch. Jeder kriegt eine GoPro auf den Kopf, damit es auch schöne Aufnahmen gibt und das möglichst unterhaltsam wird. Ansonsten zieht jetzt jeder ein los. Falls ihr eine Idee habt, wie ich dieses Format nennen könnte, schreibt es einfach in die Kommentare. Falls ihr noch Verbesserungsvorschläge zu diesem Format habt, schreibt es auch in die Kommentare. Und falls euch das Format gefällt, lasst einen Daumen hoch da und dann wird es vielleicht noch einen zweiten Teil geben. Oder weitere Teile. Auch mit mehreren Personen. Mal schauen, was uns da noch so einfällt. Okay, mein Schatz, du darfst anfangen, Ladies first. Ein Losziehen, nicht die ganze Kiste. Boah, ich hab Angst. Ich hoffe, du kriegst zweimal die kleine. Und was steht drauf? Mini-Panzerfaust. Mini-Panzerfaust! Insgesamt sind hier drei Panzerfäuste bzw. Raketenwerfer am Start. Einmal dieses Fortnite-Ding hier, dann dieser große Raketenwerfer und das ist der kleine. Also mit dieser Wasserpistole wirst du beginnen. Gut. Ich hoffe, du kriegst jetzt zweimal die ganz kleinen hintereinander. Ja, das hättest du wohl gern. Ich habe Microburst 2. Microburst 2 ist diese hier. Oh Mann, naja, es kommt ja auch nicht nur drauf an, was für eine Wasserpistole man hat, sondern wie man auch damit umgehen kann und wie gut man auch ausweichen kann. Also, wer zuerst jemanden an den Kopf schießt, der darf sein Modell wechseln. Und gleichzeitig muss man natürlich dafür sorgen, dass der andere möglichst nass wird, um die Challenge zu gewinnen. Das hier ist übrigens unser Wasservorrat und falls irgendeine von den großen Wasserpistolen da nicht reinpassen sollte zum Auffüllen, werden wir das hier in diese Kiste kippen. Wir befüllen die Wasserpistolen und dann ziehen wir uns die GoPros an und dann sehen wir uns im ersten Fight. Oh, fast hätte ich es vergessen. Wir müssen uns noch wiegen. Aimi macht hier den Vortritt und stellt sich auf die Waage. 74,1. Jetzt stelle ich mich drauf. 91,5. Boah, ey, das sieht aber nicht so stabil aus. Uiuiui. Boah, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass meine Wasserpistole ein bisschen Wasser verliert. Nicht, dass die gleich schon leer ist, bevor ich Aimi entdeckt habe. Naja, wir begeben uns auf die Suche. Mäuschen, piep einmal. Oha, sie hat sich versteckt irgendwo. Ich sehe dich. Dein Versteck war aber nicht so gut. Juhu! Boah, ich habe dich unterschätzt. Du darfst ein neues Los ziehen. Ein neues Los bedeutet eine neue Wasserpistole. Spyra. Alter, Aimi hat da die heftige Spyra und ich habe dieses Ding hier. Zweite Runde hat begonnen. Wir machen das auch übrigens so, dass sich immer einer versteckt und der andere muss halt den anderen dann suchen. Und in diesem Fall muss jetzt Aimi mich suchen. Wo bist du nur? Ich habe nicht getroffen, oder was? Alter! Alter! Oh! Alter! Oh, das ja will schon. Ey, du hast ja voll gestürmt. Ich wollte mir gerade hier ein Schutzschild nehmen. Das gibt's doch nicht. Ey, du machst dich ja voll fertig. Alter, die Spyra, die hat schon echt eine krasse Reichweite. Ey, das ist ein harter Gegner, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber zum Glück bekommst du jetzt etwas anderes. Super. Super Soaker Scatter Blaster. Das ist hier diese Shotgun-artige Super Soaker. Ey, wenn du dann mal im Zug bist, kriegst du dann hier dieses Baby. So, Freunde, jetzt reicht's mir.
Ja! Damit hast du nicht gerechnet, ne? Nee, ich wollte dich schon nur überraschen. Ja, Mann, ich darf in eine andere Wasserpistole ausruhen. Oh, ich bin so gespannt, was meine nächste Wasserpistole sein wird. Und es ist die Panzerfaust. Also hier diese ganz normale Panzerfaust. Nicht der Fortnite-Raketenwerfer. Oh, der wäre noch besser. Ey, die schießt ja gar nicht so gut. Verdammt, ey. Mann, ich hatte so die gute Gelegenheit. Okay, ich hab ihn getroffen. Okay, die schießt voll weit, ne? Guck dir das mal an. Ja. Ich darf eine neue Wasserpistole ziehen und es ist die Super Soaker XXL. Das Ding hier. Das verballert wirklich sehr viel Wasser auf einmal. Da werde ich die Gelegenheit nutzen, um dich mal so richtig nass zu machen. Schön. Hier haben wir jetzt leider den Fall, dass die Wasserpistole nicht da reinpasst. Das bedeutet, oh, Alter, oh, wir müssen das darüber kippen. Ja, hat auch ganz gut geklappt. Passt die überhaupt hier rein, ey? Oh, so. Die hat auch so einen fetten Tank, also da kann man wirklich sehr viel Wasser loswerden auf einmal. Das ist meine Strategie, um die Wasserschlacht-Challenge zu gewinnen. Also ich habe gewartet, bis ich eine richtig geile Wasserpistole bekomme, die sehr viel Wasser ablässt. Und dann kann ich einen mir einfach nass machen. Und ich muss jetzt gar keine neue bekommen, denke ich mal, sondern ich kann mit der weiterspielen und ich werde gar nicht mehr auf ihren Kopf zielen. Bin ich ein schlauer Fuchs oder bin ich ein schlauer Fuchs? Was meint ihr? Ich habe gerade schon Geräusche gehört. Ich glaube, Amy ist so in dem Bereich hier. Jetzt geht's los, Freunde. Ohohoho. Ohohoho. Fast Kopf erwischt, ey. Das wollte ich gar nicht. Ohohoho. Okay. Panzerfaust Fortnite. Wow, das wird ein faires Battle gleich. Also das ist das Ding hier. Komm, ich ziehe sie auf. So, ach so, da. So musst du sie festhalten und dann so aufziehen. Guck. Und jetzt hast du einfach nur einen Schuss, so. Und dann hast du den Nachteil, dass du wieder zum Becken rennen musst. Und in der Zeit kann ich ihn natürlich voll geben. Aber das ist natürlich nicht so praktisch. Ja. Gut. Ich versuche mir hier auch noch mal ein bisschen Wasser zu gönnen. Hi, was geht ab bei dir? Hier. Ich dachte, es geht. Wie hast du so schnell nachgeladen? Du musst auffüllen. Füll doch auf. Wie, du kannst nicht. Ja, okay, komm, ich lass dich auffüllen. Ja, komm doch her. Oh, du hast dich voll am Kopf erwischt, ohne Witz. Ich hoffe, du kriegst jetzt einfach so eine Mikropistole, also ein richtig kleines Ding. Das wäre so witzig, wenn du das gezogen hast, ey. Zwei kleine Pistolen wolltest du gleich haben, hä? Ja, genau, damit es fair ist. Und? Wie heißt die kleine? Weiß nicht mehr. Kleinste Super? Kleinste Super Soaker! Ist das die kleine? Ja, das ist die kleinste. Oh nein! Hier, Schatz. Jawohl. Ich weiß gar nicht, was machen soll, ne? Ja, da ich auf Distanz nicht gehen kann, suche ich mir jetzt irgendwas Nahes. Am besten ich versteck mich hier. Kannst! Ich komm! Mäuschen, piep einmal! Mäuschen? Ey, wo bist du? Ich komme!
Alter, geht's da rein oder was? Was machst du da? Hallo? Na, irgendwann wird schon leer sein bei dir. Mann, ich trau mich gar nicht raus. Oh, ich wurde getroffen. Oh, das heißt, ich muss eine neue nehmen. Vielleicht kriege ich auch eine kleine, dann ist es ebenwürdig. Okay, Freunde, ich ziehe aus dem kleinen Karton hier. Und ich habe Super Soaker Double. Das hier ist die da. Die hat nämlich, schießt doppelt. Doppelläufig. Ich brauche ein Schutzschild, glaube ich. Wo kriege ich mein Schutzschild her? Oh, das ist doch nicht schlecht, oder? Ich mache den so fertig. Wisst ihr, was ich mache, Alter? Ich setze mich jetzt ins Auto rein. Ich setze mich jetzt einfach in das verdammte Auto rein. Zack, dann muss ich noch irgendwie den Sitz nach hinten machen hier. Wie geht hier der Sitz nach hinten? Geht hier auf der anderen Seite nach hinten, glaube ich. Jawohl. Du kannst! Ich glaube, der ist hier irgendwo auf der Seite. Boah, ich hau dir in die Schaufel auf den Kopf und dann ist er ohnmächtig und dann tue ich ihn abspritzen. Ich sehe dich! Oh Mann! Wieso bist du denn von der Seite gekommen? Ey, du hast dir ein Schutzschild besorgt! Meinst du, das wird dir helfen? Ich schlag dir auf den Kopf. Du hast jetzt auch High Ground. Was heißt das? ich muss mir was Neues überlegen, glaube ich. Na, das wird nix. Ich muss ein bisschen nass machen, ne? Alter, wie wenig da rauskommt. Ey Schatz, du findest das gar nicht mehr witzig, das Spiel. Doch, ich verteidige mich nur. Oh, Alter, kommt ja echt verdammt wenig raus. Mann, ich werf dir gleich so einen Stein gegen den Kopf. Nein, keine Steine. Komm. Ich komm nicht klar, Alter. Habe ich dich erwischt im Gesicht? Okay, komm, wir machen so eine Runde Kleine gegen Kleine und dann nimmt jeder eine neue aus der Losbox, okay? Okay, stell dich einfach auf die andere Seite vom Auto und dann regeln wir das. Ja, 9 mm! Ey, deine ist stärker! Doch, deine war gerade fast in meinem Gesicht. Oh, du hast mich ja getroffen. Ja, das mit dem Ding. Du darfst zuerst ziehen. Ich habe Fortnite Shotgun. Fortnite Shotgun. Und ich habe hier Steady Steam. Große Shotgun gegen kleine Shotgun. Das wird witzig. Spannend, ja. Ja, viel Spaß beim Versteckeln. Wo gehe ich mal hin? Wo findet er mich nicht gleich? Ich werde jetzt hier auch von der anderen Seite kommen. Dann habe ich nämlich High Ground. Ich glaube, das ist ein ganz guter Vorteil. Denn ich denke, die Shotgun von Amy hat eine größere Reichweite. Kommt bestimmt von hinten. Ja, er kommt von hinten. Ich muss sie auf jeden Fall noch ein bisschen mehr nass machen. Alter, wo ist die denn? Hä, wo bist du? Huiuiui. Alter, ich hab einen Dauerstrahl. Komm, wir machen eine kleine Regeländerung. Ich bin nämlich bisher so gut wie gar nicht nass geworden, weil Amy sich die ganze Zeit einfach nur auf meinen Kopf konzentriert hat. Und deswegen sucht sich jetzt jeder eine Shotgun nach seiner Wahl, eine Wasserpistole nach seiner Wahl aus und dann ballern wir uns einfach ab. Okay, Amy nimmt die Spyra und ich werde mir hier die Panzerfaust nehmen. Da habe ich halt echt den Nachteil, dass ich an der Kiste sein muss, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass ich Amy ganz gut nass machen werde. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich mit der Panzerfaust Amy richtig nass machen kann. Hier habe ich halt den Nachteil, dass ich nach dem ersten Schuss gleich zum Wasser rennen muss. Aber das kann ja auch ein Vorteil sein, weil ich dann nicht so sehr nass werde. Nein! Wow!
Was für ein fetter Schall da rauskommt. Oh, mein Gesicht. Jetzt richtig. Oh, voll ins Gesicht, Alter. Mein Auge, ich sehe nichts mehr. Ey, das ist unfair. Alter, was mir so ins Gesicht geballert, ne? Alter, mein Kopf. Jetzt darfst du aufladen. Hallo, Sonja. Hallo. Ich hab's erwischt. Ich wechsle jetzt die Waffe, Alter. Oh, Alter, die Spyro ist geil. Oh, ja, Mann, die ist richtig geil, Alter. Voll ins Gesicht geballert. Super Schuss. Oh. Oh. Wieso machst du nichts? Alter, ist über dich geflogen. Okay, Freunde, wir kommen zum Endgame. Scheiß auf Bestrafung. Hier ist ein Eimer mit Wasserbomben. Ich mache den Kofferraum noch schnell zu. Jeder nimmt sich Wasserbomben. Und dann würde ich mal sagen, werfen wir uns schön ab. Hä? Oma, ich konnte es noch nie. Alter, die ist sogar kaputt gegangen. Oh. Oh. Boah, ist das so weh. Ich kann noch nicht werfen, weißt du doch. Hey! Boah, war so knapp. Ah! Erst ein bisschen trocknen, bevor wir uns ins Auto setzen. Wir sehen uns. Peace.